Ja, liebe Leute, solange die Frage mit dem Zahn noch nicht abschließend entschieden ist, machen wir heute mit dem Innenleben des Geheges weiter. Da gibt es nämlich noch ein paar schöne Dinge, die wir tun können, bevor wir tatsächlich Waschbären hier reinholen. Jetzt ist das Ganze bisher schon mal mit dem Kessel ganz schön. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass wir hier und da das gleiche Niveau haben. Ich würde gerne hier eine Teilfläche noch mal ein bisschen höher machen. Und ja, da würde ich sagen, legen wir doch erstmal den Fluss wieder trocken und gucken mal, wie wir da hinkommen. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen hier dieses Werkzeug und gehen mal, ach herrje, nee, das ist dumm, das ist nicht das Richtige. Wir nehmen den zylindrischen Stempel, jawohl, das sieht doch schon mal besser aus. Und machen jetzt mal eine Höhe von nur 4 Metern, das reicht schon aus. Das ist wahrscheinlich schon mehr als genug. 4 Meter wäre so das, so weit wollen wir gar nicht hoch. Dann sind wir nämlich auf dieser Höhe. Wir gehen mal tatsächlich nur so ein oder zwei Meterchen höher. Das wäre jetzt, glaube ich, einer. Wir checken es mal. Ja, so richtig gut kann man es nicht abschätzen mit dem Werkzeug. Wir machen das mal so. Jo, und jetzt füllen wir noch ein bisschen am Rand auf. Und dann ist das doch schon mal ein bisschen besser. Das machen wir jetzt mal recht dezent. So. Hier verbinden wir das alles mit dem Fluss. Hier hinten machen wir dicht. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein kleines bisschen das Flussbett wieder rausarbeiten. Hier haben wir noch so ein paar Kanten, die müssen weg. So. Denke, dann wird das auch ganz gut. Da noch, da noch, da noch so ein bisschen. Hier auf der Seite machen wir es halt ein bisschen steiler. Und hier machen wir noch eine Verbindung, eine optische. Und hier würde ich jetzt sagen, füllen wir auch noch ein bisschen auf. So. Hier machen wir die Kante mal ein bisschen weniger hart. Und jetzt glätten wir es einfach mal. So. Und ihr seht, da müssen wir auch noch ein bisschen was hinmachen. So. Aber durchaus kann das hier ein bisschen tiefer sein. Jawohl. So, hier stört mich noch ein kleines bisschen. Ihr seht vielleicht diese Kante. Wird nochmal geglättet. Und dann ist es auch schon gut. Okay, jetzt wird dieser Absatz hier zu hoch sein für die Tiere, um wahrscheinlich direkt beklettert werden zu können. Wir brauchen aber auch noch ein Klettergerüst. Insofern verbinden wir das hier so quer rüber. Können uns überlegen, ob wir hier eine Brücke über den Fluss bauen. Und wie wir das hier hinten begehbar machen, das schauen wir auch gleich. Erstmal aber lassen wir wieder das Wasser ein. Gucken mal. Das beult mir jetzt hier auf der Seite ein bisschen stark aus, der Fluss. Da machen wir noch mal ein bisschen Material hin. So. Schon besser, aber nicht perfekt. Hier war jetzt auch noch so ein bisschen. Ja. Ein Müh zu viel. Jetzt sieht es ein bisschen eckig aus. Das müssen wir nochmal ein kleines bisschen abrunden. Ja, ist besser, ne? Ist schon mal besser. So, das ist jetzt mal der Fluss. Hier könnten wir gucken, ob wir noch ein bisschen Leben reinbringen, ne? Wir rauen das einfach mal so ein bisschen auf. So. War vielleicht ein bisschen viel. So. Jawohl. Wird doch. Das wird doch. Okay. Einmal überlegen. Wir machen jetzt mal ein paar Kletterflächen. Das ist jetzt erstmal das Nächste. Wir gehen mal zum Gehege. Wir gehen zu den Lebensqualitätsobjekten, hier zu den Kletterflächen. Und jetzt gucken wir mal, was wir den Tieren anbieten, dass sie auch wunderbar da oben rauskommen.
2x1 ist wahrscheinlich nicht breit genug. Ich würde jetzt mal auf die 4x2 Fläche gehen. Jawohl. Oder aber wir fangen mit einer Plattform an. Das wäre jetzt nochmal die erste Geschichte, die wir machen könnten. Wir bauen sie aber jetzt direkt schon mal von der Ausrichtung her so. Und schließen jetzt hier mal die hier an. Aber wir machen das anders. Wir gehen jetzt mit der hier raus. Und wählen dafür ersatzweise die hier. Und dann haben wir einen schönen Anschluss. Dann brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, dass es irgendwie am Ende doof aussieht und nicht passt. So. Und ich würde fast sagen, wir gehen damit mal so ein paar Grad runter. 15 ist vielleicht zu viel. Gucken wir mal. Nö, 15 ist eigentlich gut, ne? Das machen wir mal so. Müssen wir jetzt natürlich sauber arbeiten. Jawohl. Dann ist mir das irgendwie zu klobig und zu nah an der Wand. Also mir gefällt es nicht, nein. Nein, 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 das gefällt mir nicht. Wir machen das anders. Wir starten jetzt hier mit. So. Gucken mal, wie wir damit jetzt klarkommen. Machen hier nochmal 15 Grad Knick rein. Na, jetzt will es nicht so richtig. So ist gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch Schönes haben. Können wir da in irgendeiner Weise nochmal ran und jetzt gedreht? Wie schaut das aus? Es wird mir auch fast ein bisschen klobig, oder? Pass auf, alles nochmal zurück. Geht tatsächlich mal mit dieser 2 Meter Kletterplattform los. Und wenn die zu schmal ist, dann werden wir es nochmal halb verdoppeln. Aber das nimmt ja optisch fast alles ein, was wir hier an Platz haben. So groß ist das Gehege nicht, dass wir hier mit diesen ganz großen Plattformen arbeiten können. Also machen wir das ein bisschen dezenter. So. So was, wir gehen erstmal wieder hier auf die Höhe zurück. Und drehen mal hier ein wenig ein. Das sieht natürlich nicht gut aus. Da müssen wir entweder auf die 90 Grad gehen. Das passt von der Ausrichtung noch nicht. Also dann gehen wir noch mal ein Stück nach vorne. Abstützen müssen wir das Ganze am Ende auch, ne? Nicht, dass ihr glaubt, es würde so bleiben. Jetzt können wir das vielleicht ein bisschen besser drehen. Hier so um 45 Grad. Ja, das kommt aber auch nicht schön daher, oder? Mm-mm. Muss man ehrlich sein? Nö, ist es nicht. Dann machen wir mal so weiter. Und check mal, wo die Reise uns hinführt. Da sind wir doch angekommen, wo wir hinwollen. Es fehlt hier noch so ein kleines Stückchen Verbindung. Die machen wir aber anders hin.
So. Denke mal, das sollten sie schaffen. Sie sind ja immerhin sehr kletterbegabte Tiere. Machen wir das hier noch ein bisschen ab in dem Bereich. Und dann passt das. So, wir brauchen noch eine schöne Stütze. Wenn wir die hier nehmen, dann können sie tatsächlich auch dran hochklettern. Problem ist, die geht jetzt nicht bis in den Boden rein. Kriegen wir aber gelöst mit einem Trick. Wir kopieren sie, drehen sie einfach nochmal rum. Und dann haut das hin. Dann nehmen wir hier noch einen Kletterbaumstamm. Vielleicht die 6 Meter Variante. Ach, die ist schon fast zu lang. 4 Meter reichen, ne? Das hat man ja schon mal festgestellt am Anfang. Einmal hier. Einmal da. Dann nehmen wir nochmal die 2 Meter Variante. Oh ne, die reicht noch nicht. Stützen dann hier nochmal ab. Und vielleicht... Ach. Haben wir jetzt bei dem 4 Meter Pfosten, oder? Der reicht doch. Also er reicht auf jeden Fall. Und es stört eigentlich auch gar nicht, dass er zu lang ist. Er verschwindet ja sowieso im Boden. Stützen wir noch einmal auf der Seite ab. Jawohl. Und dann gucken wir mal, ob wir hier guck mal, wir haben noch mal eine 4 Meter Variante davon. Wir ziehen es mal raus, wir tauschen es mal gegen die 4 Meter Variante. Gehen das mal um 90 Grad. Und probieren noch mal irgendwie rüber zu kommen oder runter zu kommen. Ich orientiere mich noch ein bisschen. Ja, ich gehe aber mehr so hier drüben ran. Dann haben wir hier so ein bisschen Platz bis zum Ufer. Und dann kippt es mal um. 30 Grad ist zu viel. 15 ist richtig. Jawohl. Ich bin gespannt, wie das wird. Müssen wir mal gucken. Ja, das kriegen wir noch ein bisschen abgeflacht und dann passt das auch. Ich will hier zumindest nicht schon wieder noch eine Ecke reinbauen. Hier ist die Barriere. Das ist jetzt natürlich blöd. Dann muss die kurz weichen. Machen wir das so. Und dann ist es auch dicht. So, jetzt müsste das ein bisschen besser klappen. Wo ist das Problem? Ist das Problem vielleicht auch das Wasser? Ja. Also wieder Wasser weg. Werden wir noch ein paar Mal tun, vermutlich. So. Probieren sie jetzt nochmal hier. Ja, reicht mal, ne?
So, dann haben wir das mal miteinander verbunden. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch noch eine Verbindung rüber, dass die Tiere auch wieder auf die andere Seite kommen. Jetzt überlege ich gerade, ob sie hier an Lianen klettern können. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Oh, wir haben aber hier noch Metallkletterrahmen. Die sind jetzt auch noch neu. Und wir haben hier noch diese natürliche Kletterbrücke. Die ist die Frage, ob die so optisch hier reinpasst. Machen wir mal so. Und dann verlängern wir sie einmal. Ja, nu. Also, das war jetzt wieder ein richtig guter Turn hier. Richtig krasser Move. Passt gut, noch ein kleines bisschen. Und dann ist die Frage, ob die Tiere da natürlich runterkommen. Das war jetzt schon wieder ein kleines bisschen zu viel. Ist auch noch zu viel. Ja, machen wir mal so. Müssen wir natürlich auch noch irgendwie abstützen. Oh, hier, das ist natürlich auch schick. So ein natürlicher Kletterast. Aber der passt jetzt hier leider nicht. Ne, Moment, wir wollen auf den blauen Pfeil. So. So, und jetzt einfach mal nach unten. Muss ja nur so aussehen, als würde es stützen, ne? Reicht ja voll und ganz. Ich hoffe, die Tiere kommen da drüber. Ansonsten müssen wir halt nochmal ein kleines bisschen ändern. Aber ich will es jetzt alles mal so ein bisschen ausprobieren und mal checken, wie das funktionieren könnte, ohne dass die Tiere da sind. Das ist jetzt auch schon wieder nichts mehr. Oh. Das wäre doch ein guter Anschluss. Müsste so klappen. Okay. Also, dann hätten wir schon mal Klettermöglichkeiten. Jetzt ist die Frage, was es hier noch zum Klettern gibt. Ein bisschen was haben wir noch. Ich meine, diese Metallkletterrahmen hier. Naja. Die kann man zwar hier einbringen, muss man aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier so für Waschbären den Mehrwert haben. Ich glaube, ich würde viel lieber hier irgendwie ein bisschen Spielzeug hinbringen. Wir lassen die jetzt einfach mal stehen und gucken uns das nochmal an, wenn die Tiere drin sind, ne? Also, klar, wir können jetzt hier auch noch so eine Kratzbaum-Geschichte machen, ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein Kratzbaum. Oh, das wäre aber natürlich echt nicht schlecht. Die Idee finde ich gut, um einfach die Tiere hier vorne ein bisschen zum Klettern zu animieren. Wisst ihr was? Wir bedienen uns jetzt einfach mal heute hier an den fertigen Sachen. Das ist auch mal ganz nice. So, und dann können wir noch klären, was wir mit dem Zaun machen. Der Platz reicht auf jeden Fall noch. Und von dem hier verabschieden wir uns mal direkt. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal ein bisschen was zum Klettern. Wir müssten uns Gedanken machen über Bäume und solche Dinge. Wir gucken jetzt einfach nochmal hier rein, was der Waschbär so zu bieten hat. Kontinent ist Nordamerika, das weiß ich schon, aber ich glaube, Biome waren alle. Insofern Nordamerika, Mittelamerika, alle Biome. Das ist ja schon mal relativ einfach. Ja,
Süd und Mittel, das ist jetzt natürlich ein Ding hier, ne? Wir lassen uns mal bei Nordamerika. Und dann im Biome einfach mal. Passt alle. Aquatisch sind wir nicht zu Hause, oder? Doch, aquatisch gemäßigt, Tiger, Gras, Tropen. Wer hat sich's gemerkt? Um Gottes Willen. Wüste ist nicht dabei. Gras, Tropen, gemäßigt, Tiger. Tiger oder Tundra? Das habe ich mir jetzt nicht merken können. Tiger. Okay. Dann kommt die Tundra raus. So, und das ist jetzt hier unser Baumangebot. Borstenkieferbaum. Ach du Schreck. Also, es sind jetzt natürlich auch ein paar neue Dinge dabei. Wir könnten ja mal gerade in das Inhaltspaket reinschauen. So, das sind jetzt natürlich so ein paar Dinge, die auch so ein bisschen spooky daherkommen. Und das ist ja das, was wir hier auch eigentlich wollen. Insofern stellen wir sowas natürlich gerne mal auf. Dann haben wir hier noch Fuchskraut, das pinke Fuchskraut. Natürlich nur das pinke, was denn sonst? Es wächst natürlich immer gerne hier bei diesen Kiefern. Herbstblattlaub. Das ist natürlich eine mega Sache. Hier machen wir so eine schöne Laubschüttung hin. Und das kann natürlich auch hier hinten nochmal stattfinden. Wobei, da bräuchte man tatsächlich kurzes Gras. Das müssen wir noch sehen, ob wir das auch da haben werden. Hier macht Laub jetzt keinen großen Sinn. Von der Optik. Wir machen es einfach nochmal hier hin. Eine schöne große Fläche, jawohl. Drüben machen wir es jetzt nicht, das wäre ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu symmetrisch. Hier machen wir lieber noch so ein bisschen eine andere Farbe von Fuchskraut hin, pink, pink. Gelb haben wir auch noch, das ist ja natürlich mega, oder? Machen wir so ein paar kleine Farbspots hier hin. Auch gerne nochmal hier vorne vor den Eingang. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Pflanzen die eigentlich wollen. Aber das ignoriere ich jetzt erstmal total. Das werden wir noch rausfinden. So, und dann gucken wir mal. Bäume gibt es sonst nichts an neuen Dingen hier im... Zumindest nicht mit den Filtern. Da müssen wir jetzt mal aufpassen mit der Aussage. Deswegen gucken wir noch mal hier. Die Platane, die ist natürlich schön prominent hierfür, aber auch zu groß. Könnte hier vielleicht hin. Muss mal aufpassen, dass ich nachher noch Platz habe für alles, was wir an Lebensqualitätsobjekten brauchen. So. Ja, so langsam wird's, ne? Beeren, Trauben, Busch. Der ist doch jetzt eigentlich gar nicht schlecht für hier oben, würde ich sagen. Da oben, das wird so ein bisschen eine steinige Landschaft. Was ich da oben vielleicht gerne hätte, ich habe es gar nicht probiert, kann ich hier einen Weg reinlegen, einen Naturweg? Das wäre natürlich eine feine Sache, ja, aber zu groß, ne? Also, ich würde hier gerne irgendwie einen kleinen Weg, zumindest mal optisch, gestalten. Dann nehmen wir doch einfach mal feinen Sand. Und schütten den mal hier so aus.
Ob das am Ende Sand bleibt, hängt natürlich maßgeblich davon ab, ob die Tiere mit Sand wollen oder nicht. Hier gehen wir noch mal ein bisschen außen rum. Jawohl, ja. Und dann können wir hier mit ein paar Steinen arbeiten. Aber erstmal gucken wir noch, ob wir hier noch was Schönes finden, was noch richtig gut reinpasst. Ein Eigenbaum. Der ist aus dem Arterhaltungspaket. Okay. Der wäre natürlich ein bisschen was für hier oben. Ah, der ist aber zu groß für da oben. Ja, nehmen wir doch sowas hier. Und da könnten wir hier noch einen hinbüddeln, oder? Der hängt dann sehr in den Weg rein. Lass uns mal gucken, wie schlimm das hier ist. Ja, der wächst hinten in den Berg rein. Das ist aber vollkommen egal. Und dann nehmen wir noch die kleine Variante, stellen sie nochmal hier hin. So. Wird so langsam. Festliche Fichte, nein, danke. Eine Douglasie, die passt jetzt hier auch noch. Denke ich ganz gut dazu. Die kommt noch hier hin. Haben wir noch eine kleine? Oh, die ist höher. Die auch. Sonnenblumen. Ich hätte gerne jetzt nochmal irgendeinen Blutbaum, oder? Haben wir denn irgendwas Rotes? Herbstlaub, das haben wir schon. Wilder Wein. Der hat doch die Farbe, die ich hier suche. Der kommt auch hier hinten hin. So, mal gucken, ob wir den hier hinten... Das sieht nicht gut aus. Ja, aber von der Farbe her ist das doch mega, oder? Das passt hier richtig gut rein. Und dann haben wir hier noch den Zuckerahorn. Ja, das hier muss weg. Der ist jetzt auch riesengroß, leider. Wäre nochmal ein Baum für hier vorne. Ist das so? So, für hier. Müssen wir nur dieses Arrangement nochmal wegnehmen. Und vielleicht weiter hier rüber setzen. So. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen spooky gestalten. Das geht natürlich nicht mit dem blauen Fluss. Das machen wir jetzt noch. Waschbären waschen ja teilweise ihr Futter im Fluss, wenn sie es nicht da drin fangen. Und deswegen gucken wir jetzt mal, dass das Ganze ein bisschen eine andere Farbe bekommt. Also, was haben wir denn hier? Also jetzt müssen wir doch tatsächlich mal... Ja, ne? Man sieht es tagsüber. Man sieht es nicht um 20.45 Uhr. Aber es kommt nicht so blau daher zumindest, ne?
Gehen wir mit der Transparenz vielleicht nochmal runter. Man sieht schon, dass es rot ist, oder? Blasen. Und wir wollen Nebel. Ja, die Blasen können wir uns sparen. Das ist nicht das, was wir so unbedingt in der Menge brauchen. Leute, wird das geil? Ein bisschen viel Nebel, oder? Gehen wir mal ein bisschen runter. Was haben wir hier noch? Nichts Wichtiges mehr. Temperatur. Okay, da müssen wir vielleicht noch mal ran. Wasserfläche 328 Quadratmeter. Wie groß ist denn das Gehege schon wieder? Gut, Leute. Also, das ist mal so die erste Variante. Ich denke, beim nächsten Mal können wir mal die Tiere reinholen. Schauen, was sie gerne noch hätten. Denn wenn ich jetzt einfach weitermache, dann baue ich vielleicht am Bedarf der Tiere vorbei. Das macht dann auch keinen Sinn, dann müssen wir alles nochmal abreißen, ne? Da fehlt dann noch einiges. Hier Bildungseinrichtungen, Tiergespräche etc. pp. Steindeko fehlt noch. Und natürlich müssen wir das Ganze noch irgendwie ein bisschen creepy einstylen. Das kriegen wir auch noch hin beim nächsten Mal. Aber ich denke, wir nähern uns der Sache schon mal ganz gut. Ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, euer Matze.